Aber wenn Sie wollen, bleiben Sie doch ein bisschen. Rauchen Sie oder scheißen Sie in den Busch. Ah, er hat es mir erlaubt. SP-Test. Boah, ich kann das nicht aussprechen. Anne. Sag mir einfach Anne. Anne ist der Test. Ey, ich kann das ja gerade nicht aussprechen. Oh mein Gott. Anne ist Petesky. Ist das richtig? Alter. Nehmen den wieder mit. Aber ich habe euch gesagt, dass ich jetzt langsam Angst bekomme im Wald, ne? Ja, alles gut, hier ist nicht so viel los. Was schnappt ihr jetzt? Eine Fackel oder Hasi schnappt sich Fackeln und stellt überall welche hin, damit es hell wird. Ja. Nee, stell den Fahrer einfach auf Aggro, dann merkst du das recht, habe ich immer das Problem. Nein. Rudi ist nicht Aggro. Ne? Ich bin schon gerade dabei, die nächsten zwei zu holen hier. Ich meine jetzt wegen Kombis und sowas. Und wieder arbeiten. Arbeiten? Ja, ich hab dir noch einen Haufen hingebracht. Ja, okay. Hey, was ist das denn hier? Was ist da? Ich war auch Rudi dabei. Talim. Ich bin links von unserer Basis in den Wald, ne? Da warst du schon, David? Kann sein, ja. Ich weiß gar nicht, wo. Ich weiß noch nicht mal genau, wo ich jetzt bin, aber irgendwie werde ich schon zurückfinden. Oh, hallo Schildkröte. Wo sind denn das Paras hin? Die waren doch eben alle voll, oder? Die ja, schieben alle Paras. Alle, genau, die schieben alle Paras. Echt? Oh, da wäre ein Schwein. Bin auch schon an einem Schwein dran. Ah. Ach, du fütterst du dich gerade selbst. Der futtert schon wieder alles selber. Oh, hallo Dodo. Bin auch an einem Schwein dran. Hat er gerade ganz trocken gesagt. Dann mache ich einen Dodo. Mach einen Dodo. Ich mache einen Dodo. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja wieder diese Baumod drauf. Was welche? Die. Da hinten ist ein Paar, oder? Advanced Architect oder so. Okay. Da sind nicht mehr diese Fundamente oder so von der Burg drin. Wieso kommt mir gerade ein Paar entgegengelaufen? Weiß ich nicht. Meiner Läuse ist schlecht. Vor. Ja, kann aber auch einfach nur irgendwas irgendwie. Muss einfach sein, irgendwie ein Kompi oder sowas. Ich hab das Schwein aus den Augen verloren. Kann man ein Schwein aus den Augen verlieren? Indem ich gleichzeitig noch dabei bin, Lystrosaurus zu machen. Die laufen beide durch die Gegend. Ich weiß jetzt, wo das Schwein ist. Bei uns am Camp ist jetzt ein. Da hinten. Ah, bist du ein Viech wieder. So, jetzt. Alter. Da. Meine krieg ich sowieso nicht getamed. Stopp nicht. Oh, hallo Schwein. Ah, oh, da ist mein Schwein. Ich hab schon. Ah, okay. Wir hatten da was zerlegt. Ich bin dran. Gut. Also Chrisat macht gleich alles platt. Ey, der ist ja. Der scheißt ja alles voll. Ja, der scheißt jedes Mal, wenn du. Wenn du Moment, Linge. Tu das. Er scheißt den ganzen Urwald zu. Ja! Der ist jedes Mal dabei, wenn du ihn fütterst.
Ich hoffe, die Tür ist euch groß genug. Wenn wir das sehen. Boah, Hauptsache, da passt ein Giganotto durch. Wenn ich kein Dach drauf baue, ja. Ach, die Lystrosaurus ist scheiße hier. Ich hab das auch nicht mit den Viechern. Willst du tauschen? Nee. Welches kleine Schweinchen? Wild weiblicher jugendlicher Fihomia. Ja, es gibt auch kleine Schweinchen. Kleine Schweinchen. Oh, die Gaumen ist so süß. Oh, ist das niedlich hier. Oh, die, guck dir das mal an. Bist du wer? Ja, hinter dir im Prinzip. Hier, guck dir das mal an. Hier ist kleines. Guck dir das mal an. Ach, das ist ja drollig. Nein, wie krass ist das denn? Oh, wie bist du denn? Hast du gerade drollig gesagt? Ja. Also, ich meine, nicht David, sondern das Schwein. Hast du gerade drollig gesagt? Nee, Olli ist bei dem Schwein dran, da kann Olli nicht. Ist das Tor groß genug? Was? Wer ist groß genug? Achso, das ist der Kissert. Sieht aus wie so ein Jugendheim hier, wo viele Betten hier rumstehen. Ich dachte, wir sind eine Jugendherberge. Ja, eine Action-Jugendherberge mit Dinosauriern. Tanja! Ich pack dir was vorbei. Echt? Ja. So. Jetzt gucken. Auf den Rudi. Supi. Hier ist noch ein Rudi. Bei dem werden wir mal killen, wir können noch mal ein bisschen Leder gebrauchen. Wieso, Chris killt die schon alle? Chris killt die schon? Ja, Chris hat eben schon einen platt gemacht. Mach ich noch mal einen platt. Boah. Bär kaputt. Wo ist das kleine Schweinchen? Ja, ist noch nicht so weit. Das rennt hier irgendwo rum. Olli ist erstmal an dem großen Schweinchen dran. Und vielleicht kommt das kleine ja dann gleich automatisch mit. Meinst du? Ich glaube nicht, ne? Aber nicht bei Olli. Ja, bei Olli doch sowieso nicht. Was? Olli, wir mussten denen ja auch extra Zuckerstückchen geben. Damit das ja mitkommt. Ja. Oh, ich bin noch mal ein bisschen die Sachen weg hier. Oh, das ist eine große Tür. Oh, Scheiße. Alter, was hast du? Wie geht das denn? Alter. Boah. Ist der groß genug? Ja. Kommen wir alle durch, oder? Gute Nacht, ja. Chrisat. Wieso ist die Schildkröte hier fast tot? Das weiß ich allerdings auch nicht. Die ist schon eine ganze Weile so. Das kann ich dir auch nicht sagen, warum die da fast hinüber ist. Das ist genau das gleiche wie vorhin das Viech, ne? Was bei uns an der Basis war. Nein! Was urplötzlich. Oh, mir fehlt ein Punkt für den blöden Schmelzofen. Ich könnte den schon. Los. Ja. Wenn ich schon fertig habe, dann baue ich ihn doch mal. Kleinen Schritt zur Seite. Das Ausladen. Hier liegt überall Schweinescheiße rum. Ja. Willst du mitnehmen? Nee. Was ist denn? Sorry. Was denn? Was regt dich auf? Ich passe nicht richtig auf. Ach so.
So, meine lieben Mitstreiter. Wir haben einen Räucherofen. Wo räuche ich den denn mal hin hier? Räuche ich den mal hier hin? Na, passt nicht. Da, neben dem Fenster ist gut. Räucherofen! Räucherofen? Ja! Räucherofen! Jawohl. Ein bisschen. Gleich. Wasser. Da räuchert er vor sich hin, der Ofen. Linksrum ist noch ein Viech, David. Mhm. Wie heißen sie? Mal gucken. Da haben wir mich eben Viech entgegengeschossen. Ein Viech kam dir entgegengeschossen? Ja, das was da steht gerade. Aber es ist irgendwie verfolgt worden von was anderem. Aber was das genau war, weiß ich nicht. Ah, da. Klein Bob. Nein, Bob. Spooky, ein kleiner Spooky. Hm? Ja. Ich will ihn gerade nicht. Gerade jetzt ist er hinter dem kleinen Stein. Nee, nicht ein bisschen weiter noch. Ja, in die Richtung, ja. Ja, ja. Siehst du ihn? Da. Alter. Einmal zu spät. Gleich nun schon geht der Speer kaputt hier. Frames, ne, wegen diesen scheiß Dächern, die man unten setzen muss, ist immer verkehrt herum. Mhm. Nur noch da die Seite machen, dann auch mal ein bisschen raus hier. Aus. Bock mehr hier. Kein Bock mehr da. Ritra Trollala. Ich sehe, es steht doch Betten. Richtig, Betten. Das ist wichtig. Das ist ein großer weißer Affe. Danke. Kann ich dir auch nicht? David meinte doch auch nicht dich, du bist auch viel zu weit weg von ihm. Ich wollte doch eine Schmelze bauen, ne? Lass mich ja lieber alleine immer zu Hause. Was? Quatsch, ich bin doch wieder da, ich bin doch wieder Holz. Brauchst du Schmelze, Sasse? Ja, brauch ich glaube. Kannst du gucken, ob die neben dem Räucherofen passt? Machen wir das mal. Holz. Das wird dunkel, ich kriege Angst.
Ach, brauchst du doch. Glühwürmchen sind hier auch. Ja. Und ich habe schon gedacht, was sind das für grüne Punkte, die hier sind? So, wo ist denn der Kühlschrank? So. Links daneben oder was? Nix! Ja, Kühlschrank, Räucherofen. Ja, Räucherofen, Blablub. Ja, du bist auch so ein Blablub. Kein Feuerstein mehr, wo ist der hin? Das muss ich jetzt auch gerne. Da müssen wir eigentlich noch haben. Normalerweise müssen wir noch was haben. Nein, in der Tasche vielleicht? Nein. Ich habe genau 5 Stück in der Tasche. Wir haben so viel Stein, aber kein Feuerstein. Ja, da müssen wir nochmal gucken gleich. Ich hab hier doch vorhin erst 300 reingeschmissen. Nee, ist nichts da. Gut, dann hole ich Feuerstein. Chris hat Feuerstein dazu. Hat sich prächtig hier reingestellt, dass ich nicht rankomme. Da bring ich auch nochmal Feuerstein hier. Ah, hier, der Dragasch hat noch 7 Steine, die macht sich denn. Wollen wir ein paar Standfackeln bauen? Da bring ich auch nochmal Feuerstein mit. Alles gut. Was denn? Nur so. Okay. Noch mehr Steine! Noch mehr? Ja. Damit ich Steine klopfen kann. Oh, guck mal, ein Schweinchen. Oh ja, danke. Nein, ich meine, das ist dein. Ihr kommt immer rein und sagt, oh, da ein Schweinchen. Dodo. Ach, Mann. Oh. Badass Patchy. Ehrlich. Sowas finde ich langsam nicht mehr nett. Das macht nichts, der ist nicht aggro. Nee, aber die kannst du tame. Ja, dann mach doch. Ich bin ganz lieb und stehe hier nicht. Geht dir denn nicht mal bewusstlos? Ich hab dich doch wieso gar nicht leuchtet gefallen. Der Boden hier so grünlich, verdammt? Das sind die Glühwürmchen. Was für Glühwürmchen? Hier fliegen Glühwürmchen rum. Wo ist mein Viech geblieben? Verarsch mich, oder? Rudi! Ich hab Rudi verloren. Oh mein Gott. Das doch gar nicht. Wo ist Rudi? Ich wusste, man hat mich schon... Weiß ich nicht, wo Rudi ist. Hat ihn jemand gemobst? Ja. Nee, kann keiner gemobst haben, der aber doch. War mal ein bisschen Licht in der Bude gemacht. Was ist denn hier? Nietzsche ist schon wieder da. Älterungsprozess, der wird ja immer älter. Was ist Älterungsprozess? Heranwachsender Sienchen. Ja. Der ist noch heranwachsender, der wächst noch. Ah. Ja, das wird vielleicht noch ein riesen Alpha-Dodo. Meinst du? Badass. Badass. Ey, das gibt's Alpha. Nicht. Ich habe Rudi verloren. Badass Alpha Prime. Oh, hier steht noch so ein Para direkt vor der Hütte. Will den tamen? Oh, ich habe nicht genug Bären. Tatsächlich, die kann man alle so tamen. Oh, die ja. Alle so tamen. Wo ist Rudi abgeblieben? Rudi ist was? Weg. Ist der den Patch? Ist er schon runter, jetzt? Ist er runtergefallen? Ey, mach mir hier nicht. Der ist voll mit Holz. Der kann gar nicht runtergefallen sein. Die waren wahrscheinlich, ne? Sehe ja keinen Dino an der Ecke. Doch, der ist da unten. Der ist hier runtergeklatscht, oh, nee. Habe ich gerade gesehen. Doch, der ist da unten. So. Muss einer runtergehen, den holen. Der ist voll mit Holz. Ich mal gucken, wie man da runterkommt. Ja, ich muss mal beim Gucken, ist der Dings noch da? Gucken, wie man hier runterkommt. Ja, die Größe ist größere Sache. Nee, nicht runterspringen. Runterspringen wollte ich nicht. Ich habe Rudi. Du hast Rudi? Wenn wir bin ich tot. Oh, vom Runterfallen, oder? Bist du runtergefallen? Ja. Na, ich muss erstmal gucken, wie man da jetzt runterkommt zum Strand. Erstmal. Haarsträubende Geschichte hier. Ich überlege gerade, ob ich am Strand einfach wieder spawne. Ja, das kannst du dir dann ja nachher noch nicht aussuchen.
Wo ist einfach aus? Ja, man spawnt überall auf der Insel. Wenn, wenn sie Glück hat, spawnt sie direkt daneben. Wenn sie Pech hat, auf der anderen Seite. Könnte klappen. Könnte, kann aber auch nicht. No risk, no fun. Spawn am Bett kann sie ja immer noch. Das stimmt. Hm? Verlieren kann ich ja. Du kannst ja nichts mehr, hast ja schon alles. Ja. Feuer-Dodo. Feuer-Dodo. Aua, 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 Alter, was aua, kommt denn hier jetzt an, Alter? Alter, Sch- oh nein, da ist ein guter Raptor. Wo, hier oben? Hm, weiß ich nicht. Nee, ich war ganz woanders. Sind aber die Grünen, oder? Nee, die, heißt, die, die Raptoren heißen insgesamt Utah-Raptor jetzt. Der Name wurde doch geändert. Echt? Ja, weil halt. Er heißt halt Utah-Raptor. Okay. Oh, ich sehe einen Chrysalis. Ja, für den normalen Raptor ist er ja auch viel zu groß, ne? Echte Raptoren waren ja viel kleiner. Es gibt auch verschiedene Arten da. Ich komme aber nicht runter zum Strand. Ich weiß nicht, wie ich da runterkommen soll. Ich werde rumlaufen. Oh, bin ja schon über die halbe Insel gelaufen, aber ich weiß nicht, wie ich da zum Strand runterkommen soll. Ich muss erst mal gucken, dass ich jetzt eben sterbe, dann komme ich ins Bett und ich weiß, wo ich runter muss. Ha! Das Chrysalis will mir schon wieder pieksen. Das Chrysalis will ich pieksen. Ich bin hier am Flintstone kloppen. Ja, ich hatte gerade geguckt, ob ich wie ich runterkomme hier. Keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das Chrysalis machen. Ja, kann ich schon. Also ich bin unten. Ich bin ja, jetzt gut. Richtig. Ja, musst du gucken. Ich hoffe nur nicht, dass es kam. Haben wir das schon Eisen eingeschmolzen? Nee, ne? So, hast du jetzt den Schmelz hier gebaut, ohne das Eisen reinzulegen? Ja, natürlich. Ich habe doch kein Holz in der Tasche gehabt. Oh, da tut man nur... Alter, oh, das hast du doch. Nein, das Holz ist in der Kiste. Zweifelsfall ist... Aber cool ist, ich komme an Rudi nicht ran. Wieso? Weil er irgendwie da an der Klippe hängt. Ach, du ahnst es. Kannst du nicht herpfeifen? Doch, versuch das mal. Musst du doch normalerweise gehen. Aber der folgt doch Tanja sowieso. Frag mich sowieso, wann. Warum bist du den eigentlich nicht geritten, Tanja? Der findet weil ich nicht. Was in der Tasche hatte und der auch. Ah. Er folgt mir angeblich, aber. Mm-mm. Oh, Chris hat nach Baywatch. Holz rein tun? So, eine Schmelze läuft. Ja, das ist gut. Ich glaube, der möchte schon zu mir, aber er kommt da nicht hin. Oh, Chris, ja, lauf, Chris, hinter dir ist ein Raptor her. Wie, man hat gerade erst die Klippe runtergebrochen? Was? Du guckst, ob du den Chat auch liest. Achso. Ich wollte gerade sagen, du hast doch eben noch auf der Plattform gelegen. Der Rudi ist die Klippe runtergefallen hier. Wir kommen nämlich ran. Der ist die Klippe runtergeglitscht und da kommen wir jetzt nicht ran. Ja, jetzt brauchst du einen Vogel, um ihn hochzuholen. Ja, so ungefähr. Ja, einen großen Quetz. Ja, nicht mal. Nee, der Geier reicht schon. Nur der Pesero kann Menschen aufheben. Muss da irgendwie einen Weg da runtergeben. Ich bin unten, aber. Ja, aber es muss doch auch so einen Weg runtergeben, außer zu sterben. Dann muss es doch noch einen anderen Weg geben. Bauen eine Plattform. Und er hat sich natürlich da richtig in die Ecke festgebackt. Warum bauen wir eine Rampe runter? Ja, bauen wir eine Rampe runter. Ist doch besser für die Wasserleitung. Oh, Chris, ich krieg dich. Ich krieg euch beide.
Ich krieg ihn nicht hoch. Er ist da. Oh, wieso komme ich hier nicht hoch jetzt, verdammt? Warum kriegst du in letzter Zeit nicht hoch? Ich weiß nicht, ich hab blaue Pillen. Hier gibt es sowas, das sind so blaue Pillen. Ja, achso, ich fresse hier, das ist halt die Lilanen hier. Smarties ist der jetzt immer. Viele, genau, viele blaue Smarties. Ja, die pullt immer nur die Smarties raus. Ich gebe ihm die richtig teuren? Nein, der kriegt nur die Smarties. Nur, dass sie überhaupt nicht funktioniert. Ja. Psst. Steht da immer, also kaufst du die Packung Smarties und pullt die blauen da raus. Der hat mich ja schon gefragt, warum die so süß sind. Ich dachte, das gehört so. Na super. Verarsch mich nur noch. Wenn ja, ich dabei natürlich. Bin, hör auf. Ja, das geht ja gar nicht. So, reichen dir erstmal knapp 500 Flintstone? Nein. So. Knapp 500 was? Feuerstein. Ja, die reichen erstmal. Oh, wo stelle ich denn das Bierfass hin? Oh, nirgends so lange ich kann. Wasserleitung, ey. Wollte ich gerade sagen. Kümmert dich erstmal um die Wasserleitung. Ja, Olli, ich muss doch erstmal planen. Ihr müsst gar nicht für planen. Später. Wir bauen einen richtigen Bierkeller, ja? Au ja. 20 Bierfässer. Nee, mindestens. Nein, Chris, du kriegst keinen Pilz. Ich will auch einen Pilz. Ich brauche dir einen Pilz, aber ich sammle dir keinen Pilz. Oh ja, ein kühles Blondes. Mm. Deine Werkbank gebaut? Ja, ist ja schon. Das ist so kalt hier oben. Ich wollte gerade sagen, wieso ist das so arschkalt hier? Weil ich keine Schuhe habe. Eins. So, die ersten drei Metallpicken sind. Die ersten vier Metallpicken sind fertig. Könnt ihr euch da gleich rausnehmen? Ja, ich lade noch ein paar Texturen, ne? So, und dann können wir jetzt schon anfangen, Metall abzubauen hier und Kristall. Und dann sind wir schon. Die sind aber ganz schön schnell heute. Was? Heranwachsende Sintien? Ja, die wachsen noch, die Dinos. Gibt kleine und große Dinos. Baby-Dinos. Mama-Dinos, Papa-Dinos. Alte Dinos. Große Dinos, kleine Dinos. Ach, warte. Was ist das mit dem Bienchen und Blümchen? Oh, echt? Das hat mir noch nie einer erklärt. Na gut, dann lass mir das lieber. Okay. Wenn nicht, oh, ich bin überladen. Alter, ich bin überladen und haben wir die Glühwürmchen-Mod drauf? Ja. Anscheinend. Ich will eins. Komm her, komm, fäng ich. Ja! Geil ist, ich hab da gar nichts von gelesen von. Ich krieg sie nicht. Aber wenn ich gleich die Klippe runterfalle, sind die Glühwürmchen schon. Hehehehe. Ja, bring Rudi mit, wenn du runterfällst. Wollte ich gerade sagen, kannst du gleich Rudi mitbringen. Beim Runterfallen aufsetzen. Ja, beim Runterfallen aufsetzen bitte. Und dann geht's ab. Nein, ich mach das wie ein Dark Souls. Ich stich das wie ich, wenn ich runterfalle. Nein! Ganz viel Holz. Ja, ganz viel Holz. Vor der Hütte. Ja. Alter, nee, vor der Hütte ist nicht mehr so viel Holz. Das ist ziemlich kahl. Alter, ich hab ja schon 90 Metall rausgeholt, André. Alter, über 100, ey. ich hab... Wir müssen irgendwas wegen der Kante hier machen. Alter, habt ihr jetzt gerade... Wow. Was? 27? Ich werd's mehr. Was, 27? Ich werd nicht mehr. Ja, Dragas. Ne? Ich werd nicht mehr. Ja, hier darfst du keine 5 Minuten abwesend sein, das Level holst du nie wieder auf. Ich könnte 35 sein, um Carbonets zu füttern. Ja, spätestens wenn wir Badass Dino haben, geht's aufwärts. Warte. Ich hab da schon Badass Patchy gesehen, aber... Diesmal machen wir das anders, wir sammeln diesmal 5 Badass und gehen zu 5 oder zu 6. Ja. Ja, besser ist das. Das ist nur die Idee. Ich will ein Badass Flugviech haben. Ach, Hilfe, bringt ja wieder nichts. 5 Badass T-Rex, dann geht er da. Nein, rettet nicht! Ich sitze auf ihrem Panzer fest! Hilfe, ich werde von ihr empört! Ja, dann auf Wiedersehen, Dragas! Gute Reise! Mit dir. Ist richtig, wieso geht man trinken? Sie dreht um, sie kommt euch jetzt vor! Meine Nahrung ist unten! Ich muss essen! Ja, ich habe doch in irgendeine Kiste da Fleisch reingelegt, gebraten ist. Ich habe eine Kiste, ich muss erstmal suchen, bis da nicht verhungert. Ich glaube, die vierte am Schrank da. So, jetzt wollen wir... In der Räucherkammer ist sowas.
In der Räucherkammer so. Ist noch was Fertiges. Oder so. Dann hat das jemand da reingelegt. Ja, natürlich habe ich das da reingelegt, das Fertige. Dann ist gut. Oh, Mensch. 500 Eisenbraten. Hey, was hast du denn jetzt gemacht, Rauwasch? Die Schildkröte getötet. Warum? Warum? Böses Taxi. Böses Taxi. Warum? Es wollte mich entführen. Gesagt, da hinten ist was Süßes. Da war nichts Süßes. Ja, und dann, ja, ja. Oh, siehst du, was mit dir passiert, wenn mir sowas es ist 0 Grad hier oben. Da habe ich keine Schuhe. Ich erfriere hier unten auch gleich. Das stimmt. Also mit Schuhe ist es auch nicht wärmer. Die Insel ist kalt. Ja, zeig uns ja. Fertig heute. Ich glaube auch, dass die Insel kalt ist. Ich hasse die Kaninchen. Kannst du die Hütte doch ein bisschen so 10 Dinger rausbauen? Wie soll ich über die Kante aus? Ich bin leider gestorben. Erfroren. Oh, erfroren? Ja, ach ja, apropos erfroren, das tue ich ja auch bald. Alter, es ist aber ganz schön kalt hier. Sie war geboren und sogleich erfroren. Hm? Ja, aber ich weiß ja, ist gerade mal 0 Grad. Ja, na, eigentlich angenehmes T-Shirt-Wetter. Ja, ich habe T-Shirt alles an. Ich muss mir nur ein Feuerchen nehmen, schnell machen. Dann müssen wir gleich schon mal Lederklamotten machen. Ich bin aber schon wieder an meinem Platz. Meine Leiden. So, hier ist mein Laden in meiner Nähe, mein Platz. Ach, hier war ihr Platz oder was? Mein Platz? Ich weiß nicht. Was mit Platz? Ihr Platz. Mein Platz. Sitzplatz aus Pfui. Wow. Wow. Miau. Nein, nein. Wow. Wow. Wow, wow, miau, miau, wow. Wird eigentlich auch immer wieder diese Taube hier im Tee? Ja, keine Ahnung, wo die herkommt. Ich glaube, ich muss da bald mal so einen großen überdimensionale Blinkklatsche haben oder so. Wie heißt die da? Diese ja. Elektrolichter, weißt du, wo die Elektrolichter? Ja. Richtig, ja, Elektrolichter. Die Fliegenlichter da. Fliegenlichter. Andere Leute sagen einfach Insektenfalle zu. Oder? Ja, 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 aber Elektrolichter genau. Hört sich irgendwie ein bisschen cooler an. Kann ich verstehen. Genau das Wort habe ich gesehen. Ja, da ich auch mal zu meinem Auto hier, guck mal, von den neuen geilen Elektrolichter eingebaut. Guckst du, Junge, voll geil. Ja, ja, jetzt ärgert mich Sorry. Junge, komm zur Tankstelle, jetzt! Bring das Bier mit. Ja gut, das haben wir die Sache zum Feuerball, Junge. Ja, so ein großer Feuerball, Junge. Ist kalt hier. Ich weiß, bei mir auch. Mach den Feuer an. Wird schon wieder wärmer. Es regnet aber auch hier in Strömen, ey. Aber jetzt schwitze ich gleich wieder. Also ich kann mal an Rudi nicht schon. Ran. Ja, du bist ja Rudi da erstmal anlassen. Da ist Rudi verloren. Boah, schon wieder 10 Grad plus. Könnten hier noch so ein riesen Areal absperren dann für die Diener später. Diesen riesigen Stein einmal links und rechts, aber tschock tschock. Ja? Jojo. Ja, ne? Jojo. 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 Wir sollten auf jeden Fall einen Zaun anransetzen, damit Koro nicht immer runterspringt. Ja, Olli, fang an. Du sagst es mal, aber. Nein. Sie will es doch. Nein, ich will das gar nicht wissen. Wir brauchen ein Bungee-Set. Aua! Ja, das schon hier, ist hier alles. Mitten in die Fresse rein. Von Holz kommt jetzt aber auch mittlerweile nur ganz schlecht, ne? Ja, ich bin gerade am Kopf. Ja, da muss ich ein bisschen laufen. Ach ja, nee, stimmt, den habt ihr jetzt in den. Zu euch kommen, ne? Den Schlepperdino habt ihr ja wieder auf die Tippe gesetzt. Na, ich hab einen neuen Schlepperdino. Tut mir leid, David, dass ich dich deswegen so runtergemacht habe. Du musstest die Gebe doch nicht direkt die Tippe abspitzen. Ich weiß, das war das nicht. Ja. Du musst David nicht in Schutz nehmen. Ich verzeihe dich. Nee, brauche ich nicht, das war ich ja. Oh, das Viech hängt da ja nur fest. Ja, es ist ja noch im Prinzip. Das Viech ist halt nicht weg von der Klappe. Das feiert ein Fest. Ja, das feiert ein Fest.
Dann wollen die Feste feiern, wie sie fallen. Stimmt doch nicht. Ja, man soll Feste feiern, wenn man fällt. Will mir ja auch folgen, aber der blöde Jan macht das nicht. Nein, dann nimmt die Opferflüge, Alter. Ich hab mich geklippt und geschickt. Jetzt bin ich Muck. Für die Zicke, ey. Also ja. Die noch, nicht du. Schade, nee, der ist ja festgebackt. Schade nur um den Sattel, den ich da jetzt. Ja, er lebt doch noch, oder nicht? Ja, er lebt noch. Aber er hängt da eben, ne? Ja. Irgendwie kriegen wir den auch schon wieder hoch. Beim Fahrstuhl. Komm her, Schildi. Was brauchen wir denn jetzt noch alles? Holz? Ja, Holz. Okay. Holz kommt gleich, André. Holz kommt gleich. Die Schildkröte ist nur ein bisschen langsam. Kannst du auch nicht tragen. Du kannst mehr tragen. Achtung, Baum fällt. Boah, blöde Schildkröte, bist du langsam. Wow, das hört dich auch nicht schneller, wenn du so stehst. Ich muss dir kurz zusprechen, dass ich streiche und die fahren. Das nehme ich mal mit raus und das nehme ich mal mit raus. Und Folgen deaktivieren, so. Habe ich jetzt auch erstmal deaktiviert. Nicht, dass er mir gleich hinterher hüpft und dann. Soll ich dann schon mal Lederklamotten bauen? Ja. Ein bisschen haben wir ja. Ich würde überhaupt gerne mal Schuhe machen. Warte mal. Wie viele sind wir denn überhaupt jetzt? Schuhe. Wie viele sind wir denn jetzt? Schuhe. Sechs? Ja. So, immer noch? Erstmal. Ach, scheiße. Chris, was? So, warte mal. Wie macht man das? Ist Chris denn überhaupt da? Ja, wie geil ist das denn? Ja, sicher ist dir der. Was macht er denn? Ah. Also boah, Chrissard, ich bin unten am Strand. Da fällt sie boah, runter. Chrissard. Kann ich da schon drauf gehen? Hätte sie andere Brücke nehmen sollen. Da wird immer bis zum Ende durch. Die flache, die man einfach hätte dann so als Weg nach unten machen können. Boah, Chrissard. Chrissard ist unser Meisterarchitekt. Alter, Chrissard ist ja einer. Der geht voll ab, ne? Ich sag dir das, Alter. Der ist ja der Wahnsinn. Ey, jetzt macht er den Silber und jetzt macht er hier so geile Scheiße, ey. Das sieht ja geil aus, wenn die Bretter so ein Stein sind. Das ist wirklich geil. Also, da ist mein Vogel. Ich hab meinen Vogel gefunden. Ja, jetzt fangen wir schon wieder mit Vogel an. Wir haben noch gar kein Material dafür. Pech schwarz. Ja, Hasi, Pech schwarz. Wenn die Woodbridge jetzt vielleicht versuchen sollen, die wäre vielleicht besser gewesen. Was? Was für eine Bitch? Woodbridge. Achso. Reiß sie ab. Ich weiß. Ich kann einfach runterspringen. Hast du was du willst? Ah, die ist cool. Die kriegst du ja nicht besuchen. Muss man eine zweite dran setzen. Uha. Da müssen wir noch eine zweite dran setzen jetzt. Das soll ich jetzt abreißen. Okay. So, Stiefel, Handschuhe und Mützen habe ich schon mal für alle gemacht. Jetzt brauchen wir wieder Leder. Was nicht? Ja. Ja, Leder. Ja. Du kannst sie auch noch größer machen, okay? Und noch größer. Naja, die kann man skalieren. Hey, cool. Du kannst doch ein bisschen mit der auch rausfahren. Hier ist noch 1-2 Meter im Stein drin. Falls du mich jetzt hörst. Nicht mehr. Doch, hinter, guck mal hinter dir. Wo die Bretter raus gucken. Oh ja, da kannst du ja noch mehr rausfahren. Kann da noch einiges runter. Ja, bitte so rausfahren. Sieht mir total bescheuert aus. Ja, aber es ist ein Weg nach unten und wir kriegen den Dino wieder. Wenn er so eine Brücke hast, ne? Es gibt eine aus Stein, die sieht besser aus. Die ist auch mehr so für sowas gedacht.
Ja, kann man ja später dann austauschen. Kann man ja später nochmal. Jetzt kommst du bis unten. Ich komm jetzt mal gucken. Da würde ich gar nicht drüber gehen wollen, wenn die jetzt so Rotoren runtertickern. Da kommst du nie wieder rauf, oder? Probier mal. Ey, man kommt bis nach unten. Geht auch wieder rauf? Tatsache, kommt drauf. Das sieht nur ein bisschen sehr merkwürdig aus, weil eigentlich glitscht man durch. Okay. Viel fehlt nicht bis zu einem Glitch. Ach gut. Na, an der Kante muss man noch mit Knüppeln rücken. Hui! Naja, dann müssen wir ja gleich nochmal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwie an Rudi rankommen. Ob wir da irgendwie eine Plattform hochsetzen und dann darauf auf den Sattel kommen, dass wir den reiten können. Wo ist er denn? Wenn du runtergehst, beziehungsweise wenn du von vor der Hütte stehst, rechts unten den Abgang runter. Siehst du von unten bestimmt besser als von oben. Du musst ja unter den Tunnel durchgehen, wo wir oben, wo wir drüber gewohnt haben. Ich bin wieder da. Weißt du, wofür du einen Pilz brauchst, weil wir haben irgendwo einen. Ja, wir haben schon welche. Ja, braucht die für die Brücken, die brauchst du einfach zum Herstellen. Guck mal in die Schildkröte. Echt? Ja, also zumindest für Stein. Gucken, ob das noch in der Schildkröte ist. Schildkröte war auf jeden Fall gerade ein Pilz, ja. Ja, da sind noch zwei Stück drin. Was ist das da hin? Was? Was ist das da hinten? Ach, das ist ein Para, alles klar. Ich dachte, da wäre ein Raptor. Nee. Oh nein, oh nein! Doch, ich komm noch hoch. Oh, Gott sei Dank. Oh, oh. Was war das denn? Der Server hat gelinkt. Server hat gespeichert. Was ist das denn? Was bist du denn? Oh, das ist echt süß. Alter, bleib stehen, wo willst du ganz hin? Ich hab ein Babyschwein gefunden. Ja, gleich 10. Ich hab nicht genügend Bären dafür. Ich hunger, da ist es mal leer. Ich geh weg. Boah, Level up! Da ist Alter, er. Wie viel Leder kommt denn aus dem Vieh? Ja, unglaublich. 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 Ich hab Rudi gesehen. Schon wieder. Du hast Rudi gesehen? Ja, wenn ich hier runter gehe, ein kleines Stück, dann kann ich ihn sehen. Ich habe mir ja extra eine Leiter gebaut, ja, nee, gedacht, ich kann klar. Da so hochkrabbeln an der Wand, aber Ja, nee, was ist denn jetzt alles schon wieder mit Janni, ist klar? Janni, ist klar, ne? Janni, ich hatte hier einen Dilo, der mich... Aua! Der nicht, weg, aua. Das hat schon mal alles. Alter, seid ihr nicht dicht? Geh weg! Nee, was? Manchmal bin ich nicht dicht, glaube ich. Mist, scheiß Libelle. Libelle? Libelle? Wo ist eine Libelle? Gib dir mal eine Schelle. Ich sitze hier auf dem Boden und lässt sich nicht abfahren. Los jetzt. Alter. Oh. So eine olle Libelle. Ja, was machen wir jetzt hier? Holz. Ja, wir gehen wir gleich hoch los. Dabei. Warum also die Dinos wieder Holz transportieren können? Ja, ich möchte jetzt gerne, wenn ich Rudi wieder haben könnte, dann würde ich gleich zu Rettis, ne? Und dann hole ich ihn gleich wieder. Ich hole ihn gleich wieder. Passt schon. Ich hole schon Holz, ich sammle ihn ja schon wieder. Los hier. Es tut mir ja leid, dass ich Rudi eine Etage zu tief gesetzt habe. Was passiert? So, mal gucken. Wir müssen Skrizzard versuchen, wieder zu kriegen. Hier jetzt auf jeden Fall mal hin. Skrizzard kennt mit den Befehlen aus, ich nicht. Och.
Hat er das nicht schon mal mit den anderen gesehen? Den Fly machen, sich draufsetzen und gucken, ob er den Fly Latsch kriegt. Das wäre die einzigste Möglichkeit nachher, ja. Ne? Die einfachste auf jeden Fall. Ja, die einfachste. Gut. Oder die coolste. Ich muss mir erstmal eine Axt holen. Oder einen Beil hin. Also schau hier. Selber. Da sehe ich Rudi. Alter, komm. Ja, ich sag ja. Wenn vielleicht hier noch ein Stück ausgebaut worden wäre, dann hätte man vielleicht mit der Leiter runterkrabbeln können. Ja, dann weißt bau du? Doch aus. Nein, ich hätte ja nur. Entschuldige. Wow. Hättest du da mal eine Kurve um 360 Grad gebaut, könnte man da auch alles holen. Warum überdachen wir das? Man kann keine Pöller setzen mehr. Das ist einfach zu steil. Da müsste ich hier von unten bis ganz nach oben ziehen. Oh Gott. Ja, dann brauchen wir ja so viel Holz. Ja. Und das, wo wir eh schon so wenig Wald hier haben. Hier unten am Strand ist noch jede Menge. Hier unten am Strand sind noch jede Menge Palmen. Oh. Tada. Soll ich jetzt runterspringen und die Palmen zusammensammeln? Haben wir eine Brücke gebaut hier. Da steht doch eine Brücke jetzt. Kannst du hoch und runter gehen. Mann. Aber an Rudi kommen wir trotzdem nicht, noch nicht. Nee, ich geh mal eben runter. Sie wird nicht. Der Einzige, was wir da machen könnte, ist grüßern. Ja. Genau, grüßern. Mach doch mal. Da oben ist er, grüßern. Siehst du, da oben ist er. Bau eine Brücke hoch. Alles gut, Rudi. Ich hab auch eine Dose Chili-Bohnen für dich. Götze. MacGyver nachmachen. Du hast aber auch noch Kaugummi für. Eine Büroklammer. Kaugummi, eine Büroklammer und eine Dose Bohnen. Und dann hat er sich einen Außenbordmotor gemacht. Okay, Krizzat scheint ihn nicht wegzukriegen, aber dann nimm wenigstens den Sattel mit, Krizzat. Dann holen wir es mal fixen. 9. Und das Holz. Na, und dann nimmt das ihn frei. Willy ist richtig festgepackt, ne? Das fehlt noch nicht viel, oder? So ein Riesenkraken. Riesenkraken? Kraken, ja. Richtig so Mega-Oktopus und Wal und sowas. Ja. Yeah. So, wir haben dann auch nochmal Lederhemden. Dank. Wow, waren die im Angebot oder warum hast du so viele gemacht? Für jeden eins. Ne, gibt's nicht. Nie wieder. So, kill ich jetzt das Babyschwein oder? Und wer macht jetzt meine Chitinrüstung? Also unter Flak nehme ich nichts. Kann ich noch nicht. So. Stirb, Schwein, stirb! Ja, nee, ist klar! Wieso, was denn? Boah, jetzt springt das blöde Vieh die Klippe runter, ey. Aber ist Domino Day hier, oder was? Domino Day! Muss ich da ganz runtertoben, um das blöde Schwein zu kriegen. Und da sah ich ihn. Ich stand einsam an der Klippe. Der letzte Baum. Der letzte Baum. Die Geschichte. Boah, wow, geht das hier steil runter. Des letzten Baums. Der nächste im Kino. So, was ist das Schwein? Nado, der nächste im Kino. Oh, hallo Dilo. Was? Das nimmst du eine Axt? Das ist eine Axt. Das ist kein Messer. Das ist ein Messer. Oh, jetzt doch nicht immer. Hast du dir gedacht? Schon nicht. Hm? Auch nicht. Ich glaube, die können wir keine Foundations mehr setzen. Oh no.
viele Foundations gebaut. Wo ist das Schwein? So. Grisard in der Nähe noch. Da ist er. Grisard. Guck, guck. Oh, Kiste. Oh, ja, ja, ist klar. Nee, geh weg. Ich will dich nicht. Ich wollte dich auch nicht. Okay, wurde getötet. Und was? Die nur ein paar Fliegen. Stand nämlich nicht. Und was? Also ein Dino und mindestens zwei Libellen. Oh, Scheißbett. Das ist voll überladen hier, der Blöde. Ah, jetzt ab hier. Ein Monster, bitte das. Geh weg, du. Will mich pieksen mit seinem grünen, ekligen Ding. Das so passiert ja öfters, ne? Dass er mit seinem komischen grünen Ding pieksen will. Ja, das sag ich jetzt nicht zu. Ja. Ich mir Gedanken machen, wenn das öfters passiert. Ja, ja. So, wo ist mein Kadaver? Wo ist der Dino? Wo ist mein Kadaver? Ja, wo, das frage ich mich auch dort. Morgens, wenn ich aufstehe, boah. Siehst und riechst wie ein Kadaver. Oh nee. Ich brauch mal Hilfe hier unten. Wo ist denn unten? Wir sind immer noch drei Käfer, unten bei der Brücke. Okay, immer noch drei Käfer und den Dino. Oh. Machst du doch tot. Ja, womit denn? Das, was in seiner Tasche ist. Warum geh nicht da auf den Boden? Weiß nicht, was du so. Ich weiß nicht, was du so hast. Deine Händen, box ihn mit deinen Händen oder so. Ja, witzig. Ja? Mach mir den Tanzbattle. Tanzbattle. Was für ein Tanz, du. Boah, Alter, du blödes Viech hier. Immer noch zu schwer, alles so schwer. Wow. Da sind sie. Keiner im Chat will mehr Punkte fahren. Nee, ne? Ich will mal keine Lust mehr. Nein. Eine Treppe! So, komm ich mit Rudi jetzt eigentlich auf die Brücke da hoch? Nein. Okay. Oh. Mua. Nein. Sag, ich muss die Plattform, müsste ich ja noch. André! Durso 002 fragt gerade, wie die Stackmod heißt. So, und hier ist dann irgendwo der Dino. Da ist der Dino. Das ist eine Tür eigentlich, nur eine große White-Tür. White Door. Schnieke. Ja, muss denn wohl in der Mods drin sein, keine Ahnung. Ich hab mich schon gewundert, warum du so komisch an den Seiten gebaut hattest hier. Ich bin ein schlechter Baumeister. Schlechter Baumeister! Das ist da oben eine Kiste. Kiste? Das ist die magische Kiste. Also wenn da eine Kiste ist, dann kann es sein, dass Chrisa da irgendwo fahren ist und das dazwischen lagert. Tanja, du bist gerade da. Tanja! Oh. Hier! Wieso hört hier so viele Fliegen, verdammt? Was denn? Nimm mal das Holz mit. Achso, ich dachte, ich soll mit hoch. Nein, den kriegst du nicht hoch, der ist ein bisschen. Überladen. Du meinst doch nicht die Brücke? Ich weiß, was er schon wieder denkt. Was? Welcher Schelm denkt denn an sowas? Was denken wir denn überhaupt? Weiß ich doch gar nicht. Ja, ja. Wir haben gerade über RL nachgedacht. Richtig. Ein RTL. Ja, ich denke auch gleich mal über RTL nach. Bist du heute Abend Holz? Ich denke, dein Dilo kommt hier nicht hoch. Doch.
Doch, der kommt hier hoch. Wieso sollte der nicht hier hochkommen? Er kommt hier hoch. Warum sollte der nicht hochkommen? Ich dachte, warum sollte er das? Weiß er nicht. Ja, verdient doch mal mit dem blauen Bären. Sind Dilo mit blauen Bären für drin? Ja, vielleicht kriegst du deinen blauen Dilo. Blauen Dilo. Also den Oli müssen wir mit Bier abfüllen, um den blauen Oli zu kriegen. Ja, das stimmt. Jo. Und das nicht nur mit nicht sehr viel, nur wenig. Hä? 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 Ich war gerade noch angedockt. Cooles Tor, Herr Baumeister. Ja, ja. Bob war gerade im Urlaub. Bob, der Meister. Könnten Sie das schaffen? Nein. Ja, wir schaffen das. Der Kleister. Einrich bringt er gleich nochmal Holz. Das ist süß. Da ist doch schon ganz viel drin. Irgendwie ein Idiot kann nämlich kein Tor setzen. Und dann komm mir mal entgegen und hol das mal aus Rudi 2 raus. Ich bin so langsam. Alter, das dreht im letzten Moment immer. Warum müsste ich das blöde Tor nicht sitzen? Okay, das war zu viel. Kriegst die Hälfte wieder. André. Rudi ist da. Hier ist Holz drinne. Ach, kann ich auch gleich selber. Ich komm hier nicht mehr runter. Doch. Jetzt passt das. Ey! Er hat das Holz geklaut. Ah, der verkackte Vogel, der haut mich die ganze Zeit die Dings runter. Der steht ja auf. Die klauen uns die Job. Bitte David, drück durch. So, wenn jetzt nicht klappt, ne? Dann kommt da eine normale Tür rein. Nein, ich will das große Tor. Das ist aber immer noch nicht richtig. Hallo Jamal Kuka. Doch, das ist richtig. Nein, das müsste doppelt so hoch sein. Das ist mir jetzt nicht mal so klein. Hä? Vielleicht hast du vorhin doppelt so hoch gebaut gehabt schon. Und das nein, das war vorhin doppelt so hoch. Das war gerade 2x2. Okay, egal. Auf jeden Fall ist die Tür drin. Das stimmt, das war vorher doppelt hoch. Ja, das muss war ja nur eine sagen. Tür. Das stimmt. Wahrscheinlich skaliert die. Meinst du? Mach mal abweichen. Wow, wir haben ein Dilo. Schön. Kannst du den mit der Seite mitnehmen? Ich bin da oben. Keins mehr. Nee, ich mein die Chrisat. Ich hab einen T-Rex gefunden, darf ich ihn behalten? Ja. Aber von der Hütte weg. Was? Ich soll den vorbeibringen? Okay. Toll, jetzt habe ich beide an der Backe. Da wäre ich mir nicht so sicher. Yippee! Komm mal, Yippee! Sorry, ich lass mich manchmal übertreißen. Das dreht sich immer am letzten, ich verstehe das nicht. Ich dachte extra drauf, drück und dann. So passt es. Hast du heimlich von den Pilzen benascht? Heimlich? Alle weg. Unheimlich. Ganz bewusst. Voll die Pilze die alle aufzogen, Alter. Ah, tamed in Stego, tamed in Stego. Ah, Stego wäre richtig cool. Passt dazu besser. So, dann sammle ich mal Bären.
Mach das. Umdrehen. Leute, ihr wisst, dass hier ungefähr 15 Meter weg ein Badass-Kano ist, ne? Der so langsam in eure Richtung spaziert, ne? Echt? Alter, ich glaub, der hat dich gesehen, oder? Das ist der, der hier vorhin runtergefallen ist, wa? Ach, ja. Ich leck hier aber auch ab. Alter, was soll das jetzt hier alles mit den... Ich komm weg hier vorne. Krisser, mach ihn platt. Von ihm zum Tanzduell raus, von ihm zum Tanzduell raus. Zeit für ein Duell. Aber wenn Sie wollen, bleiben Sie doch ein bisschen. Rauchen Sie oder scheißen Sie in den Busch. Er hat es mir erlaubt.